Ob Vergewaltigung, Körperverletzung oder Mord und Totschlag. Bei schweren Verbrechen werden oft harte Strafen gefordert. Früher war es die Todesstrafe, die wurde 1949 aber zum Glück abgeschafft. Heute ist die Höchststrafe bei Erwachsenen lebenslänglich. Das klingt zwar nach mehr als es ist, heißt aber immerhin mindestens 15 Jahre hinter Gittern. Danach kann man je nach Strafmaß schon auf Bewährung rauskommen. Wegsperren als Strafe klingt irgendwie logisch. Wer sich nicht ans Gesetz hält, muss halt mit den Konsequenzen leben. Außerdem will natürlich niemand, dass Kriminelle frei herumlaufen. Unsere Gesellschaft muss ja schließlich sicher bleiben. Aber was, wenn dieses System eigentlich gar nicht so funktioniert wie gedacht? Schwerkriminelle und unbelehrbare Wiederholungstäter zu inhaftieren, macht natürlich Sinn. Sie sind nämlich oft eine Gefahr für die Allgemeinheit. Der typische Gefängnisinsasse in Deutschland ist aber kein gefährlicher Serienmörder. Er ist vielmehr Dieb, Betrüger oder Verkehrssünder. Das Wegsperren von Menschen sollte in der Vergangenheit Recht und Ordnung wiederherstellen. Hohe Strafen galten als eine Art Rache und Genugtuung für die Opfer. Andere sollten dadurch abgeschreckt werden. Je schwerer das Verbrechen, desto höher die Strafe, desto größer die Abschreckung. Aber bereits im 19. Jahrhundert waren sich anerkannte Juristen einig. Harte Strafen allein haben keine abschreckende Wirkung. Heute werden Haftstrafen anders begründet. Sie sollen Kriminelle umerziehen. Insassen sollen ihre Fehler bereuen und aus ihnen lernen. So sollen zukünftige Taten vorgebeugt und verhindert werden. Außerdem sollen Verbrecher nach ihrer Entlassung natürlich nicht rückfällig werden. Und klappt das? No! Rückfälligkeit ist ein komplexes Phänomen und hängt von vielen Faktoren ab. Die Persönlichkeit, das Alter, die Vorstrafen, die Straftat an sich und die Art der Bestrafung spielen eine große Rolle. Grundsätzlich gilt, je jünger, je mehr Vorstrafen und je heftiger die Strafe, desto wahrscheinlicher die Rückfälligkeit. Bei Jugendlichen mit einer Haftstrafe ohne Bewährung liegt die Rückfälligkeit bei satten 70%. Bei Erwachsenen sind es knapp 50%. Das bedeutet, jeder zweite Insasse begeht nach seiner Entlassung erneut Straftaten. Das heißt aber nicht, dass ein Mörder sofort wieder einen Mord begeht, das ist sogar sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher sind weniger schwere Straftaten wie Raub oder Körperverletzung. Es gibt zahlreiche Studien, die zum selben Ergebnis kommen. Wer in den Knast geht, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit anschließend rückfällig. Ein vernünftiges Leben nach dem Gefängnis ist für viele nur schwer möglich. Es fällt ihnen nicht leicht, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Einmal kriminell, immer kriminell. Und kriminell gleich böse. Diese Stigmatisierung wird für viele nach ihrer Entlassung zu einem großen Problem. Haftstrafen schrecken also nur minimal vor Straftaten ab und bereiten Kriminelle kaum auf einen normalen Alltag vor. Maßnahmen wie Bewährungsstrafen, Sozialstunden und elektronische Fußfesseln wären laut zahlreichen Experten viel sinnvoller. Vor allem bei Jugendlichen sollte laut Gesetz die Erziehung im Vordergrund stehen. Freiheitsstrafen sollten eigentlich das letzte Mittel sein. Aber gerade wenn es um aufsehenerregende Fälle, um jugendliche Intensivtäter geht, wird zu oft zu hart bestraft. Deutsche Gefängnisse haben sich in den letzten 30 Jahren bereits deutlich verbessert. Therapien und Trainings werden im Strafvollzug immer beliebter. Sexualstraftäter in Haft müssen sich zum Beispiel in sozialtherapeutischen Abteilungen behandeln lassen. Der Stand heute: Therapien und andere Behandlungen müssen viel besser an die jeweilige Person angepasst werden. Außerdem gibt es zu wenige Therapeuten. In deutschen Gefängnissen herrscht ein regelrechter Mangel. Behandlungen in Gefängnissen funktionieren. Das ist aber kein Argument für Gefängnisse, sondern für Behandlungen. Man muss ja schließlich nicht im Knast sitzen, um behandelt zu werden. Duh. Hinzu kommt, Gefängnisse sind wahnsinnig teuer. Ein Häftling kann gut und gerne mal 50.000 Euro pro Jahr kosten. Bei über 50.000 Häftlingen in Deutschland gehen die jährlichen Kosten in die Milliarden. Vielen Bundesländern fehlt einfach das nötige Geld und Personal, um Straftäter während der Haft vernünftig auf einen normalen Alltag vorzubereiten. Kurzer Recap. Haftstrafen schrecken nicht wirklich vor Taten ab und sind wahnsinnig teuer. Außerdem werden viele ehemalige Häftlinge rückfällig und man weiß, dass Therapien und Trainings viel besser funktionieren. Das ist keine Theorie. Andere Länder in Europa machen es schon deutlich besser. In Norwegen ist das System komplett auf die Vorbereitung auf ein geregeltes Alltagsleben ausgelegt. Hier gibt es auch Freiheitsstrafen. Gefangene können aber nach nur einem Drittel ihrer Haftzeit in eine Einrichtung mit super geringen Sicherheitsvorkehrungen ziehen. So wird das gesellschaftliche Zusammenleben innerhalb der Einrichtung gefördert. Man fühlt sich weniger wie ein Gefangener. Sowas gibt es auch in Deutschland und nennt sich offener Vollzug. Das ist aber nur eine Vollzugslockerung. Diese kann nur bei guter Führung angeordnet werden. Da das so selten passiert, befinden sich weit über 80% der deutschen Häftlinge im geschlossenen Vollzug. Während des letzten Drittels müssen die norwegischen Häftlinge nur über Nacht in die Einrichtung zurückkehren. Und bei kurzen Freiheitsstrafen werden Täter nur mit Fußfesseln überwacht. So können sie weiterhin zu Hause wohnen, werden nicht aus ihrem sozialen Umfeld gerissen und können weiter
zur Arbeit gehen. Die Rückfallquote in Norwegen liegt bei nur 20%. Damit gehört sie zu den weltweit niedrigsten. Offene Vollzüge und Fußfesseln sind außerdem viel günstiger als geschlossene Einrichtungen. Aber Norwegen ist nicht das einzige Land. Auch in den Niederlanden funktionieren neue Methoden ausgezeichnet. Der sogenannte Täter-Opfer-Ausgleich ist auch vielversprechend. Hier gibt es mehrere Gespräche zwischen Täter und Opfer. So können sie die Straftat unter professioneller Aufsicht gemeinsam verarbeiten. Je nach Verbrechen kann das strafmildernd wirken oder die Strafe komplett ersetzen. In Deutschland gibt es vor allem im Jugendstrafvollzug einige Lichtblicke. Das jetzige System macht außer bei wenigen Ausnahmen keinen Sinn. Haftstrafen alleine schrecken nicht vor Straftaten ab. Wer eine lange Zeit im Gefängnis verbringt, landet wahrscheinlich wieder hinter Gittern. So entsteht eher ein toxischer Kreislauf als wirkliche Läuterung. Das Sicherheitsempfinden der Deutschen macht die Debatte nur noch schwerer. Die Angst vor Kriminalität steigt, obwohl die Kriminalitätsraten sinken. Außerdem haben Straftäter keine Lobby. Lockere Strafen und mehr Freiheit für Kriminelle, um neue Verbrechen zu verhindern. Kein Politiker würde mit so einem Spruch Wahlkampf betreiben. Was im Gefängnis passiert, ist dem Großteil der Normalbevölkerung schlichtweg egal. Abgesehen von krassen Ausbrüchen natürlich. Schade eigentlich, denn es wäre dringend an der Zeit, das veraltete Konzept vom Gefängnis grundlegend zu überdenken. Cheers! Wir hoffen wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da und schreibt uns in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema denkt. Auf der Endcard findet ihr ein weiteres Video von uns verlinkt. Darin erfahrt ihr, wie man fast mit Mord davonkommt. Ansonsten, bis zum nächsten Video.